Wenn ihr dieses Video an einem PC ansieht, nutzt ihr höchstwahrscheinlich den Chrome Webbrowser von Google. Oder aber ihr nutzt Firefox. Wer sich jetzt verständlicherweise fragt, was das mit der heutigen Programmiersprache zu tun hat, dem sei gesagt, Rust wurde von der Research-Abteilung des Firefox-Entwicklers Mozilla entwickelt. Aber zuerst einmal, wozu dient überhaupt diese weitere Programmiersprache? Der Name sagt doch eigentlich schon, dass sie nichts weiter als Rost ist, oder? Nein, natürlich nicht. Wie sich leicht vermuten lässt, wird diese Sprache für den Mozilla Firefox Browser verwendet. Unter anderem für eine neue Layout-Engine namens Servo, die nach schrittweiser Integration in Firefox deutlich geringere Renderzeiten von Webseiten hervorbringen soll. Vor allem durch die Entwicklung dieser Engine wurde die Sprache ausgebaut und gestaltet. Außerdem wird Rust zum Beispiel von Dropbox für Teile ihrer Server, OpenDNS und Redox OS, einem Betriebssystem, welches vollständig in Mozillas Sprache geschrieben wurde, genutzt. Die mittlerweile seit 2010 existierende Programmiersprache ist wie viele bereits behandelte Sprachen auch Open Source auf GitHub verfügbar, sodass du und jeder andere sich den Quellcode ansehen und nach Belieben verändern kann. Neben der Open-Source-Verfügbarkeit ist das Hauptziel von Rust, eine Sprache zu sein, die für Systeme mit vielen parallelen Aufgaben, die eine hohe Sicherheit benötigen, genutzt werden kann. Daher ist es neben vielen anderen Funktionen möglich, den Arbeitsspeicher selbst zuzuweisen. Zudem gibt es keine sogenannten Null-Pointer-Exceptions, welche in C, C++ und Java auftreten können, wenn versucht wird, eine nicht vorhandene Variable aufzurufen. Kommen wir zur Syntax, einer der wichtigsten Bestandteile einer guten Programmiersprache und so etwas wie die Grammatik und Rechtschreibung des Programmierers. Rust orientierte sich generell stark an der verbreiteten Sprache C++, jedoch bevorzugen einige Entwickler die Syntax von Rust. Die Gründe dafür liegen darin, dass Rusts Syntax von Grund auf neu designt wurde, während C++ sich über Jahrzehnte dahin entwickelte und trotzdem noch kompatibel mit C bleiben muss. Mehr dazu im Video oben in der Infokarte. Das mag auch einer der Gründe sein, warum Rust zur meistgeliebten Programmiersprache in der Stack Overflow Developer Survey 2016 und 2017 gewählt wurde. Stack Overflow ist als Teil des Stack Exchange Network eine sehr beliebte Frage- und Antwortseite für Programmierer, um sich Tipps und Ratschläge zu holen, sollten sie vor einem Problem stehen. Trotzdem schafft es Rust mit Platz 94 nur sehr knapp in die Top 100 Programmiersprachen, aufgeführt im Turbo-Index. Wie alles auf der Welt hat natürlich auch diese Sprache ihre schlechten Seiten. Dazu gehört, dass man für bestimmte Anwendungszwecke deutlich mehr Code schreiben muss als beispielsweise in C. Allerdings gibt es diesen Fall auch andersrum. Dazu kommen noch viele weitere mehr oder weniger schlimme Macken der Sprache, die Sprache aber keinesfalls absolut schlecht machen. C oder C++ Entwickler können auf jeden Fall einen Blick riskieren und sollten dabei einen einigermaßen leichten Einstieg haben. Eine Einsteigersprache ist Rust jetzt nicht wirklich, sie ist aber auch gar nicht dazu gedacht. Vielen Dank fürs Zusehen, ich freue mich über jede Bewertung und jeden Kommentar und bis zum nächsten Mal mit Scala.